Früher war alles besser. Ihr kennt den Spruch, ich sag den euch viel zu oft. Und der Eindruck, der kommt oft deswegen zustande, weil man sich schlaglichtartig an all die guten Dinge erinnert und sehr viel Übles einfach verdrängt. Ich kann mich beispielsweise an keine einzige Stunde Matheunterricht mehr erinnern. Keine. Woran ich mich aber noch sehr gut erinnern kann, das sind die Sendungen, die ich früher gesehen habe. Und vielleicht seid ihr ja auch noch alt genug, um euch an Sachen wie iCarly oder Drake and Josh zu erinnern. Ja. Ich habe das früher gesehen. Das war damals so unbeschwert, nett, lustig. Aber was, wenn diese Erinnerungen auch nicht so gut gealtert sind? Wir exposen heute keinen weiteren Pornodoktor. Wir zerstören keine Partei. Nein, wir zerstören etwas ganz anderes. Eure Kindheit. Ich werde dieses Jahr 30, Leute. 30. Und was heißt das? Naja, nicht nur, dass ich offensichtlich nicht den gesündesten Lifestyle hatte, sondern auch, dass ich ein echtes 90er-Kind bin. Gameboys, Jojos, Stickeralben, unkaputtbare Nokia-Handys. Wenn ich das so erzähle, fühle ich mich wie so ein Opa, der vom Krieg erzählt. Jedenfalls eine Sache gab's bei mir zu Hause nicht. Privatfernsehen. Also damit meine ich ganz konkret Sachen, die man mit einem Digitalreceiver empfangen musste. Alle anderen hatten sowas Cooles natürlich. Und ein Favorit war Nickelodeon. Genau, die amerikanische Fiebertraumversion von Kika. Grelle Farben, auf Maximum gedreht. Viel, viel Glibber. Flache Teenie-Witze. Leute, wirklich alle haben drüber geredet. Sodass ich dann meine Großeltern so lange beschwatzt habe, bis sie sich dann so einen Digital-Receiver zugelegt haben, mit denen ich diesen Spaß dann empfangen konnte. Und was sie da alle für einen Spaß hatten, ist quasi wie die Bravo auf Dauerwerbesendung gewesen. Viel zu viele fröhliche Menschen. Ich hasse fröhliche Menschen. Ich wusste damals nämlich schon, die tun nur so, als wären sie so glücklich. Und 20 Jahre später sollte ich recht behalten. Leider. Denn nach diesem Video werdet ihr die Sendung von damals niemals wieder als unschuldige Kinderserien sehen können. Aktuell geht eine Doku-Serie in den USA viral. Quiet on Set. Working for Dan was like being in an abusive relationship. It was a toxic environment. It made me trust people less. We were there for so many hours. You get comfortable with people until you're not. I had no idea what I was saving my son from. Have you ever told your story publicly before? Darin wird erzählt, was hinter den Kulissen abgelaufen sein soll. In den USA lief die Doku schon. In Deutschland erscheint sie Ende April auf Discovery Plus. Und ich konnte mir vorab schon mal alle Folgen reinziehen. Und ich will ehrlich sein, die Serie und die Vorwürfe, um die es geht, die sind wirklich hart. Wir sprechen jetzt über Sexismus am Arbeitsplatz, Genderdiskriminierung, sexuelle Belästigung, Grooming und am schlimmsten sexuellen Missbrauch bis hin zur Vergewaltigung von Minderjährigen. Falls ihr euch ein wenig mit der Nickelodeon-Thematik auskennen solltet, dann wisst ihr, das sind keine neuen Anschuldigungen, keine unbekannten Probleme. Wir haben es hier mit Problemen zu tun, die systematischer Natur sind. Wir haben es mit einem System zu tun, in dem es sogar verurteilte Sexoffender schaffen, wieder in Kinderserien mitzuspielen. Sowas passiert doch nur in den USA. Ach ja? Ist das so? Wir haben uns mal ein bisschen in Deutschland umgehört. Und hier ist alles in bester Ordnung. Schließlich gibt es Uli Umsicht. Aber zuerst schauen wir uns an, was da bei Nickelodeon vorgefallen ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr mindestens eine der Nickelodeon-Serien gesehen oder wenigstens von ihnen gehört habt. iCarly, All That, Drake and Josh, Sam and Cat, The Amanda Show, um nur mal ein paar zu nennen. Der Kopf hinter all dem war ein Mann namens Dan Schneider. Der war ein absoluter Riese im Business. Ja, Verschwörungsfans wissen, wie mächtig und vernetzt die sind. Und er kreierte eine witzige Show nach der nächsten. Er war beliebt bei den Kindern, bei den Eltern, er galt als witzig, als kreativ, als innovativ. Doch der Typ, der war offensichtlich vor allen Dingen eins, richtig ekelhaft. Direkt vor euren Augen. Er hat euch die Hinweise direkt ins Gesicht gerotzt und ihr habt es jahrelang nicht mitbekommen. Oder meint ihr, dieser grüne, eklige Schleim wäre nur lustiger Kinderquatsch gewesen? Oh nein, Freunde. Als Kind fällt es dir eben doch nicht auf, wie das so wirkt, wenn Leim auf das Gesicht einer 13-Jährigen gespritzt wird. Alle machen sich über Quentin Tarantinos Fußfetisch lustig. Ja, und wie er sich selbst in From Dusk Till Dawn geschrieben hat, nur um an Selma Hayeks Fuß nuggeln zu können. In diesem Fall ist es aber viel, viel schlimmer. Hier wurden weibliche Kinderfüße ständig in verschiedenen Setups in die Kamera gehalten, die dann von anderen berührt wurden oder aber von Co-Darstellern mit Ketchup und Ähnlichem beschmiert oder einfach so abgeleckt wurden. Dann gab es ein Kind, das als Captain
Helden Big Nose auftritt und deshalb ein Emblem mit einer großen Nase auf seinem Cape trägt. Das sieht vielleicht auch anders aus. Seht ihr es auch? Ja? Dann niest er auch noch in einer Szene auf die Sekretärin, deren Gesicht mit einer klebrigen Masse bedeckt ist. Und der Ton dabei ist halt, sagen wir so, in der Serie urteilt man über die Szene als einen Cumshot-Joke. See, it's a damn nose, bruh. Really? Mal den einen oder anderen anzüglichen Witz findet man, wenn man älter geworden ist, auch in anderen Serien und Filmen, die für Kinder freigegeben sind. Aber das alles ist ja nicht einfach nur ein fragwürdiger Joke auf Basis If you know gewesen, ja? Mitarbeiter am Set berichten von sexistischem Verhalten Schneiders und sagen, dass das Arbeitsverhältnis sich wie eine toxische Beziehung angefühlt habe. Schneider soll ganz offen Pornos am Arbeitsplatz gezeigt haben und seine Mitarbeiterin oft aufgefordert haben, ihn zu massieren. Eine der Autorinnen sagt in der Doku sogar, er habe sie während eines Meetings vor anderen dazu aufgefordert, sich über den Tisch zu legen und Analverkehr zu simulieren. Wer die Macht in einem System hat, der muss nichts fürchten. Was wir hier beobachtet haben, ist Machtmissbrauch und Sexismus. Kurz nachdem die Doku in den USA rauskam, hat sich Schneider dann von einem seiner ehemaligen Teenstars auf seinem eigenen YouTube-Kanal interviewen lassen. Er gibt sich da reumütig und sagt auch diesen Satz. When I watched the show, I could see the hurt in some people's eyes and it made me feel awful and regretful and sorry. I wish I could go back, you know, especially to those earlier years of my career and bring the growth and the experience that I have now and just do a better job. Wir müssen mal ganz kurz analysieren, was Schneider hier sagt. Er entschuldigt sich für sein Fehlverhalten, das er vorher wortreich erklärt. Zu viel Stress. Zu früh zu erfolgreich. Diese Nummer halt. Für die noch schlimmeren Dinge, die am Set passiert sind, will er aber nicht verantwortlich sein. Ja, reumütig Interviews geben. Damit kommt man eben am Ende doch noch durch. Moment, wie jetzt? Es gab noch schlimmere Dinge? War das eben noch nicht schlimm genug? Oh, My Sweet Summer Child. In der Doku-Serie wird gezeigt, dass Pädophile am Set von Nickelodeon gearbeitet haben. Der erste Täter ist Jason Handy. Ein Name, der in diesem Kontext ein bisschen zynisch klingt. Denn Handy ist ein Produktionsassistent und der soll der 11-jährigen Brandy fast täglich Mails geschrieben haben. Das ist schon weird genug, aber er schickte dem Mädchen dann noch ein Bild von sich selbst, in dem er nackt war und masturbierte. Die Mutter tat dann etwas meiner Ansicht nach nur Halbrichtiges. Sie nahm ihre Tochter aus dem Business. Endgültig. Aber sie verklagte Handy nicht. Und dass wir von seinen Taten überhaupt wissen, liegt nur daran, dass er im April 2003 verhaftet wurde, nachdem er ein 9-jähriges Mädchen unsittlich berührt und geküsst hatte. Und die Polizei fand in seinem Haus noch weitere erdrückende Beweise. Er besaß über 10.000 Bilder von Kindern, davon fast 1.800 von Mädchen in erotischen Posen. 238 Bilder davon waren sogar in sehr expliziten Posen. Er besaß auch Kleidungsstücke von Mädchen aus dem Souterrain-Bereich. Und dann fanden sie auch noch das Tagebuch Handys. Handy wurde danach sofort verurteilt. Und Leute, da läuft es einem wirklich eiskalt den Rücken runter. Dieses Geschäft ist geprägt von hierarchischen Strukturen. Du bist vom Wohlwollen derer abhängig, die über dir stehen. Man gibt da Kontrolle ab, man muss Vertrauen haben. Wissen Eltern von außerhalb der Industrie, worauf sie sich da einlassen? Wie werden Kinder eigentlich im Showbiz geschützt? Gelingt das bei uns hier in Deutschland überhaupt besser? Wir haben mit vielen Stellen gesprochen und was dabei herausgekommen ist, das besprechen wir gleich noch. Aber leider war das hier noch nicht das Ende der Fahnenstange in dieser Nickelodeon-Geschichte. Der Fall von Brian Peck ist noch krasser. Peck war ein Hollywood Acting and Dialogue Coach und er hat unter anderem Superstars wie Leonardo DiCaprio ausgebildet. Alle am Set von Nickelodeon nannten ihn jedoch nur Pickle Boy, also Gurkenjunge, weil er auch in den Serien selbst stets Auftritte hatte, in denen er eben Gurken aß. Das klingt schon an sich sehr, sehr seltsam. Selbst wenn man nicht direkt an Pädophilie denkt. Aber irgendwie war man am Set selbst nicht so misstrauisch. Das galt leider auch nicht für die Mutter des Kinderstars Drake Bell, der auf tragische Weise das Opfer Brian Pecks wurde. Drake Bell war, als er 14 Jahre alt war, einer der Stars in Drake and Josh. Und Peck, ganz der Coach, bot der Mutter an, Bell könne bei ihm übernachten. Und leider ließ sie das zu. Bells Mutter ignorierte alle Anzeichen, ließ ihren Sohn bei Peck übernachten und Peck verging sich an Bell. Der Junge wusste nicht, wie ihm geschah und wehrte sich nicht. Und es passierte wieder.
und wieder. Es wurde immer brutaler und brutaler. Und in der Doku selbst sagt Bell auf die Frage, was ihm eigentlich angetan wurde: Warum stellst du dir nicht einfach das Schlimmste vor, was man einem bei einem sexuellen Übergriff antun kann? Und das beantwortet deine Frage. Er traute sich auch nicht, irgendwem davon zu berichten. Peck war mächtig und hatte viel Einfluss und Bell wollte seine Karriere nicht aufs Spiel setzen. Wir müssen da vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen, um zu verstehen, warum viele nicht offen ausgesprochen haben, was sie erlebten. Manche dieser Teenie-Stars waren tatsächlich die Hauptverdiener ihrer Familie. Es ist ja auch nicht immer einfach nachzuvollziehen, ob die Kids freiwillig bei der Produktion mitmachen oder ob auch Druck der Eltern eine Rolle spielt. Leute, es gibt nicht erst seit Instagram Eltern, die sich denken, mein Kind ist so süß und so talentiert, da kann man doch sicher Geld rausschlagen. Und dass sie damit oft die Leben ihrer Kinder zerstörten, haben wir leider auch immer wieder sehen müssen. Und wie viele junge Menschen an frühem Ruhm in der Filmbranche kaputt gegangen sind, das ist ja auch nochmal eine ganz andere Thematik. Ja. Zynischerweise schlägt Dan Schneider jetzt vor, dass an Sets mit Teenagern immer ein Psychologe dabei ist, damit auch nur die Kinder mitspielen, die das auch wirklich wollen. Bisschen spät die Erkenntnis, Dan, was? Bell schwieg, bis er es dann irgendwann nicht mehr tragen konnte und seiner Mutter alles erzählte. Die schaltete dann die Polizei ein. Die nahm Pecks Geständnis gegenüber Bell am Telefon auf und verhaftete ihn schließlich im August 2003. Nur 4 Monate nach Handy. Brian Peck wurde zu 16 Monaten Haft im Gefängnis verurteilt. Aber stopp, bevor ihr euch jetzt aufregt, das Allerschlimmste kommt ja noch. Nachdem er wieder entlassen wurde, kam er sofort wieder zurück ins Business. Ach so! Ja Mensch, aber doch sicher weit weg von allem, was mit Kindern zu tun hat, oder? Wo denkt ihr hin? Er landete bei der nächsten legendären Nickelodeon-Serie. Er wirkte fortan bei Hotel Zack & Cody mit, nachdem er behauptet hatte, er habe sein Problem im Griff. Erst vor 5 Jahren hatte die Branche endgültig verlassen. Da stellt sich doch die Frage, was genau ist da schiefgelaufen, dass man selbst als offiziell verurteilter pädophiler Sexoffender weiter Teil von Produktionen mit Kindern sein kann? Wenn ihr wissen wollt, was mich persönlich am meisten frustriert hat, gehen wir doch nochmal zurück zur Verurteilung Brian Pecks. Denn zur Anhörung seien auch berühmte Kollegen erschienen, die auf Pecks Seite gewesen seien. Zudem seien 41 Briefe an den Richter geschrieben worden, die bis jetzt unter Verschluss waren. Von Freunden, Familie, Kollegen, die allesamt Pecks Verhalten verteidigten. Ja, genau. Die haben Peck in Schutz genommen und haben einmal ordentlich, richtig schön Victim Blaming betrieben. Das kann man in so einem Fall doch gar nicht tun, oder? Na klar kann man das. Indem man etwa behauptet, dass Peck der Verführung durch Bell nicht habe standhalten können. Das klingt erstmal nach haarsträubendem Wahnsinn. Oder vielleicht zeigt es, dass es dahinter ein strukturelles Problem gibt. Ein strukturelles Problem, das wirklich große Angst machen kann. Kann es vielleicht sein, dass in der Kinder-TV-Blase eine gewisse Akzeptanz für solche pädophilen Neigungen existiert hat zumindest? Oder zumindest eine Kultur des aktiven Wegschauens? Wie kann man es denn sonst erklären, dass so viele populäre Figuren Hollywoods sich für einen Pädophilen einsetzen und ihn sogar mittels Briefen vor Gericht zu verteidigen suchen? Übergriffigkeit in der US-Filmindustrie. Ein absoluter Sumpf. Und wie viele da jahrelang geschwiegen haben, ja? Ihr erinnert euch bestimmt noch an den Filmmogul Harvey Weinstein. Sein Fall führte ja zur #MeToo-Debatte. Da war da auch noch der Fall Bill Cosby, ja, US-Schauspieler und Entertainer. Etwa 60 Frauen haben ihm sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Und die Geschichten, die ähneln sich. Er habe sie mittels Betäubungsmitteln gefügig gemacht und anschließend missbraucht. Für den Großteil der Fälle konnte er nicht mehr belangt werden, denn sie waren verjährt. Und auch die Haftstrafe, die er erhielt, wurde aufgehoben, weil Cosby einen Deal mit dem Staatsanwalt abschloss. Hä? Also war er doch unschuldig? Nicht ganz. Die SZ resümiert, das Urteil ist nicht aufgehoben worden, weil die Richter an seine Unschuld glauben, sondern wegen Formfehlern. Die schlimmen Vorwürfe bleiben bestehen. Und dann ist da natürlich auch noch der Fall R. Kelly. Ja, der R&B-Sänger hatte 1994 die damals 15-jährige Ayla geheiratet, was natürlich nicht legal war. 2002 tauchte dann ein Video auf, in dem Kelly auf eine 13-jährige urinierte, wofür er dann auch wieder nicht verklagt wurde, weil das Mädchen nicht aussagen wollte. Und erst im Zuge der MeToo-Debatte wird er dann endlich angeklagt und schließlich mehrfach wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger verurteilt. Die höchste Strafe lautete auf 30 Jahre Haft. Und das ganze Ausmaß ist absolut erschreckend. Das waren jetzt mal nur die 3 prominentesten Fälle. Es gibt da ja noch sehr viel mehr. Aber das war alles in den USA. So sind die halt da drüben auf der anderen Seite des Atlantiks. Aber hier in Deutschland, da haben wir noch Anstand. Da gibt es doch solche Übergriffigkeiten wie am Set von Dan Schneider gar nicht, oder? Völlig undenkbar. Nicht wahr? Nicht wahr? Ach Leute, erst vor wenigen Wochen entbrannte hier ja ein Diskurs,
der 50 Jahre zu spät geführt wurde. Und in Verbindung mit dem, was wir gerade von Nickelodeon gehört haben, habe ich da ein ganz schlechtes Gefühl bekommen. Es ging um nichts weiter als eine Sexszene im deutschen Fernsehen. Dabei involviert ein minderjähriges, nacktes Mädchen. Wo kein Kläger, da kein Richter, sagt man ja so schön in Deutschland. Und bisher gab es ihn noch nicht, obwohl es ihn vielleicht hätte geben sollen. Irgendwer hätte da mal Stopp sagen müssen. Es geht um Klaus Kinskis Tochter Natasja. Die spielt eine Hauptrolle in einer Tatortfolge, die bis heute die vielleicht berühmteste aller Zeiten ist. Reifezeugnis. Und allein der Name ist schon eine sehr interessante Wahl, wenn man bedenkt, dass sich Natasja Kinski als 15-Jährige vor der Kamera entblößen musste. Japp. Erst ausgestrahlt wurde die Folge 1977 und wurde seitdem mehrfach wiederholt. Reicht ja nicht, dass sie beim ersten Mal schon von 25 Millionen Menschen angeschaut wurde. In Auftrag gegeben hat das damals der NDR. Regie führte Wolfgang Petersen. Wenn euch sein Name etwas sagt, das könnte vielleicht daran liegen, dass er später mit Das Boot einen Welthit hinlegte. Naja, auch das Reifezeugnis war ein Hit, auch wenn die Handlung er wenig originell war. Damals spielte sie die 17 Jahre alte Schülerin Sina, die mit ihrem verheirateten Lehrer eine Affäre hat und war selbst bei den Dreharbeiten erst 15 Jahre alt. Ich meine, wie muss ich mir das vorstellen? Da kommt einer mit dieser Story um die Ecke, die selbst für Dr. Sommer wirklich flach gewesen wäre. Und die Leute vom NDR denken sich so, geil, lass mal machen. Aber Moment, lass für die Story, die ja jetzt schon komplett die Grenzen des bürgerlich Akzeptablen sprengt, lass dafür doch einfach ein Mädchen nehmen, das noch jünger ist. Und dafür haben sie sich damals schon ganz schön gefeiert. Die Darstellung einer sexuellen Beziehung zwischen einem Lehrer und seiner Schülerin und die Nacktszenen machten den Fall zum allgemeinen Tagesgespräch und bescherten ihr und dem damals noch unbekannten Regisseur den internationalen Durchbruch. Da sieht man halt auch, was man von der deutschen Filmbranche erwarten kann, dass bereits das für einen Durchbruch gereicht hat. Ja? Sex sells. Und der Zweck heiligt die Mittel. Aber ich meine, die sind doch dadurch berühmt geworden. Was ist denn das Problem daran? Der NDR-Fernsehfilmchef Christian Granderath bringt es 2016 noch ein bisschen genauer auf den Punkt. Reifezeugnis war in den 70ern eine sexuelle Initiation für sehr viele männliche Jugendliche. Man muss hier einmal dazu sagen, Granderath glorifiziert die Folge damit nicht, sondern die Aussage sei nur eine zeitgeschichtliche Einordnung, die man heute vermutlich anders formulieren würde, wie er selbst zu Protokoll gibt. Ja, aber da schwingt eben auch eine wichtige Aussage mit, nämlich die Zielgruppe der Folge waren Männer. Es ging um den sogenannten Male Gaze, der männliche Blick. Ja, also welche Relevanz hat denn diese Nacktszene hier überhaupt gehabt? Und mittlerweile wehrt sich Natasja Kinski gegen eine erneute Ausstrahlung der Folge. Denn sie war ohne elterliche Begleitung am Set. Somit gab es keine rechtskräftige Zustimmung. Ohne elterliche Begleitung am Set? Das zeigt, wie sicher Eltern zu sein schienen, wenn es darum geht, ein Set als einen Safe Space einzuschätzen. Und wie sehr sich das dann rächen kann. Auf der anderen Seite sagt beispielsweise Inga Brock, Vorsitzende des Berufsverbands der Medienfachkräfte, man ist manchmal erstaunt, wie weit Eltern gehen würden, um gezielt eine Karriere aufzubauen. Sie spricht in einem Interview auch darüber, dass es auch Regisseure sind, die sich einfach nicht genug Gedanken machen, wie man beispielsweise eine Sexszene mit einer 14-Jährigen darstellen soll, ohne dass sie sich entblößen muss. Mein Hint wäre ja, einfach nicht so eine Szene drehen. Aber hey, es hat fast 50 Jahre gedauert, bis es für die Gesellschaft überhaupt ein Problem geworden ist, dieses Thema. Woher wollen wir dann wissen, dass das nicht ein Indikator dafür ist, dass im Laufe des letzten halben Jahrhunderts nicht noch viel mehr passiert ist? Der Fall Kinski war über so eine lange Zeit gar kein Fall. Und das Frappierende ist, Petersen wusste, dass es ein heißes Eisen ist, eine Minderjährige für die Rolle zu casten. Jetzt ging es um eine Hauptrolle, also wirklich eine Besetzung, wo man sagen musste, da muss man aufpassen mit so einem jungen Wesen. Und da habe ich mich mit ihr getroffen und das war zum Piepen. Die sah so toll aus. Das war also schon eine junge Frau, auf der anderen Seite war es ein Kind. Und genau diese Mischung hat mich fasziniert. Aber ja, Petersen wollte halt nur helfen, die Karriere so ein bisschen zu beflügeln. Danke, gut gemacht. Ich mache sowas wahnsinnig gerne, wie ich gesagt habe. Schauspielern irgendwie zu helfen, einen großen Sprung zu machen und eine große Karriere zu machen, ist was sehr, sehr, sehr befriedigend. Das ist schön. Kinski erzählt heute, dass die Folge nicht spurlos an ihr vorübergegangen sei. Warum sie es getan habe? Weil sie und ihre Mutter Geldnot hatten
und die Gage brauchten. Noch eine Gemeinsamkeit zu den Kindern am Nickelodeon-Set. Aber das ist nur ein kurzer Blick hinter die Kulisse einer Branche, in der Jahrzehnte viel zu viel akzeptiert wurde aufgrund der Machtverhältnisse, die dort herrschen. Auch bei dem Fall Dieter Wedel, einem deutschen Regisseur, ging es um das mutmaßliche Ausnutzen dieser Strukturen. Dem haben mehrere Frauen ebenfalls im Zuge der MeToo-Debatte schwere Vorwürfe gemacht. Es geht um Übergriffe bis hin zur sexuellen Nötigung und um Machtstrukturen in der Filmbranche. Wedel ist mittlerweile verstorben. Vor seinem Tod wurden ihm aber harte Vorwürfe gemacht. Die Rede war von üblen Schikanen, Körperverletzungen und sexuellen Attacken bis hin zu Vergewaltigung. Und auch hier, kein Einzelfall. Auch Gustav Kuhn, ein österreichischer Dirigent, Komponist und Regisseur, dem wird sowas wie der Verdacht auf Lohndumping, Lohnwucher, Scheinselbstständigkeit und Abgabenhinterziehung vorgeworfen, zusätzlich zu sexuellen Übergriffen, die sich zwischen 1998 und 2017 ereignet haben sollen. Eine Expertenkommission hat bestätigt, dass es zu sexueller Belästigung durch Kuhn kam. Allerdings nützt das jetzt nicht mehr so viel, weil die Vorfälle verjährt sind. Und auch hier wieder ein trauriges Muster. Berichten Frauen zu spät von einem sexuellen Übergriff, können die Behörden kaum etwas Unternehmen, wie Sebastian Bickerich von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes sagt. Was auch am hartnäckigen Vorwurf liegt, dass Frauen sich solche Anschuldigungen ausdenken würden, um mächtigen Männern einfach nur zu schaden. Ja, und wie gesagt, wenn wir über diese Machtstruktur sprechen wollen, wir können diese Liste ja weiter fortsetzen. Da ist der Fall Til Schweiger, der betrunken Mitarbeiter und Co-Schauspieler am Filmset geohrfeigt haben soll. Später hat er sich für einige Vorwürfe entschuldigt, andere bestritten. Es zeigt sich aber immer wieder ein ziemlich klares Muster. Einflussreiche Regisseure haben unfassbar viel Macht am Set. Auch hier in diesem Land. Okay, der Fall Kinski liegt schon etliche Jahre zurück. Auch der Cosby-Fall ist schon einige Jahre her. Selbst der Nickelodeon-Skandal, der spielt ja eher in den 2000er Jahren. In Deutschland lässt sich über aktuelle Fälle nichts finden. Ja Mensch, dann haben wir ja gar kein Problem mehr. Wie beruhigend. So sicher wäre ich mir da nicht. Laut Bundesregierung wurden in Deutschland im Jahr 2022 insgesamt 15.500 Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch angezeigt. Deshalb stellt sich eine wichtige Frage. Muss man vielleicht genauer hinsehen? Grundsätzlich kann man sagen, zum Glück haben wir in Deutschland sehr strenge Regeln für den Einsatz von Kindern beim Film. Je nach Alter dürfen Kinder nur 2 bis 3 Stunden arbeiten. Und das auch nur zu bestimmten Zeiten. Und nur mit Genehmigung eines Arztes und einer Behörde. Ob das am Ende dann auch alles eingehalten wird, das kontrollieren die jeweils zuständigen Landesämter. Und er hier. Uli Umsicht. Dieser Plastikalbtraum ist das Maskottchen des Landesamtes für Arbeitsschutz Sachsen. Und ich bin sehr froh, dass ich nicht in Sachsen, sondern in Sachsen-Anhalt bin, weil ich Angst vor den toten Augen von Uli habe und die mir Angst machen und ich froh bin, dass er mich nicht besuchen muss. Vielleicht haben aber auch Kinder Angst vor Uli Umsicht. Wir haben mal nachgefragt, wie oft denn an Filmsets kontrolliert wurde, ob der Arbeitsschutz von minderjährigen Schauspielern eingehalten wurde. Schätzt doch mal unten in den Kommentaren. Wie oft? Macht mal. Traut euch. Schreibt mal eine Zahl unten rein. Was schätzt ihr? 3! Es war genau 3-mal! 3 Kinder, das ist schon eine ganze Menge, was? Ich habe 3 Kinder und kein Geld. Warum kann ich nicht keine Kinder haben und 3 Geld? Die zuständige Behörde schreibt uns zum Thema Missbrauch an Filmsets. Die Landesdirektion Sachsen ist sich dieser Gefahr durchaus bewusst. Dennoch hatten wir bisher keinen Grund zur Annahme, dass es in Sachsen zu Missbrauchssituationen am Drehort kommen kann. Bei Kontrollen werde neben den Arbeitszeiten auch kontrolliert, ob eine befähigte Aufsichts- und Begleitperson des Kindes, häufig mit pädagogischer Ausbildung anwesend ist, und ein beheizter und ausreichend großer Aufenthaltsbereich sowie ein separater Umkleideraum vorhanden ist. Auch in Berlin haben wir nachgefragt. In unserer Hauptstadt von Kunst, Kultur und Abgründen ist das LAGEZI zuständig, das Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit. Ein Tag nach unserer Deadline kam diese Antwort. Es seien im vergangenen Jahr 105 Kontrollen im Rechtskontext des Jugendarbeitsschutzes durchgeführt worden. Allerdings in allen Bereichen und nicht nur beim Film. Außerdem weist die Behörde darauf hin, dass es das Ziel sei, sicherzustellen, dass Jugendliche in Arbeitsumgebungen nicht überfordert werden, keine gesundheitlichen Risiken eingehen müssen und ihre schulische Ausbildung nicht vernachlässigen, während sie arbeiten. Jugendschutz sei wiederum Sache des Jugendamtes. Wir haben ja auch Kinderserien in Deutschland, an die wir uns erinnern. Beispielsweise Schloss Einstein. Das wurde in Thüringen gedreht. Da hat uns das zuständige Amt mitgeteilt, dass im vergangenen Jahr genau eine Kontrolle durchgeführt wurde. Insgesamt 79 Erlaubnisse seien erteilt worden. Der Behörde sei bewusst, dass Übergriffe auf Minderjährige möglich sind. Deswegen werden die Genehmigungen erst nach einem aufwendigen Antragsverfahren durch hochqualifizierte Beschäftigte erteilt. Jede Genehmigung umfasst eine ausführliche Prüfung. Da hat Uli Umsicht vor harte Konkurrenz. Ja, das mit den Kontrollen, das ist so wie
mit Burgen-Content von mir. Sollte man wirklich ganz dringend mehr von machen und es gibt aus unverständlichen Gründen noch viel zu wenig. Wir haben natürlich auch bei Paramount nachgefragt, was sie zum Skandal sagen. Dem Unternehmen gehört ja Nickelodeon sowohl in den USA als auch in Deutschland. Wollt ihr mal gucken, wie so eine Antwort aussieht, wenn man zwar nichts sagen, aber auch nicht antworten will? Obwohl wir Behauptungen über Verhaltensweisen aus Produktionen, die Jahrzehnte zurückliegen, weder bestätigen noch dementieren können, untersucht Nickelodeon grundsätzlich alle formellen Beschwerden als Teil unserer Verpflichtung, ein sicheres und professionelles Arbeitsumfeld zu fördern, das frei von Belästigung oder anderen Arten unangemessenen Verhaltens ist. Wow, prima. Es gibt kein Problem und man tut alles, dass es auch so bleibt. So klingt's aus allen Ecken. Nur wenn es darum geht, mal vorher hinzugucken, zieht man sich ein bisschen aus der Affäre, finde ich. Man macht es sich ein bisschen zu einfach, oder? Aber es gibt auch positive Aspekte. Bei anderen Sendern hatten wir in der Recherche das Gefühl, dass ihnen der Schutz der Kinderdarsteller wichtig ist. RTL, zu denen gehört ja auch Super RTL, schreibt etwa auf Nachfrage, dass Eltern am Set oder mit einem Monitor in der Nähe dabei sind. Dazu käme, je nach Produktionsart, pädagogische Fachkräfte, die ebenfalls dafür sorgen, dass sich die Minderjährigen nicht nur wohlfühlen, sondern für diese auch in besonderem Maße Fürsorge geleistet wird. Intern habe man den Nickelodeon-Fall auch diskutiert und sei eng im Austausch mit dem Amt für Arbeitsschutz. Der KIGA, der im Auftrag von ARD und ZDF von Erfurt aus Kinderfernsehen sendet, der schreibt uns: Man sei sich der eigenen Verantwortung bewusst. Neben den bereits angesprochenen Punkten ergänzt der KIGA, die Redaktionen behalten sich zudem ein Letztentscheidungsrecht vor, was beispielsweise die Auswahl von Stabmitgliedern betrifft. Die von ProduzentInnen eingeplanten Stabmitglieder müssen uns vor Produktionsstart mit entsprechenden Referenzen, in Klammern Erfahrung in der Arbeit mit Kindern etc. vorgestellt werden. Und die Politik? Wir haben mal bei Claudia Roth nachgefragt und eine Sprecherin teilte uns mit: Der Kampf gegen sexuelle Belästigung und Gewalt in der Kultur- und Medienbranche ist ein zentrales Anliegen von Kulturstaatsministerin Roth. Ein wichtiges Ziel ist es daher, in den Kultur- und Medienbranchen einen Dialogprozess anzustoßen und das Problem möglichst breit anzugehen. Ja, dann geht das mal an. Ein bisschen Hoffnung noch zum Schluss. Wir haben uns auch informell, also ohne offizielles Statement, umgehört und da bekam ich dann schon den Eindruck, dass der Schutz von Kindern an Filmsets ein Thema ist, das sehr, sehr ernst genommen wird. Also, kommen wir mal zum Fazit und der alles entscheidenden Frage. Nachdem das Nickelodeon-Thema seit Jahren irgendwie bekannt ist, aber auch nicht so richtig die Gesellschaft in Deutschland bewegt hat und immer mal wieder einzelne Geschichten aus der deutschen Film- und Medienbranche durchdringen, das aber dann wieder wenig Auswirkung hat, dachte ich mir, vielleicht ist es mal an der Zeit, da mal ein bisschen konkreter hinzuschauen. Was wir am Nickelodeon-Beispiel mal wieder sehen, es ist wie traurigerweise bei vielen Fällen von Machtmissbrauch und sexuellen Übergriffen. Erst will es keiner gesehen haben und hinterher ist die Bestürzung dafür doppelt so groß. Präventivmaßnahmen sind meines Erachtens das A und O. Es bleibt nur die Hoffnung, dass ein so schrecklicher Fall wie der Missbrauch am Set der Nickelodeon-Serien jetzt dazu führt, dass die Mitarbeiter am Set stärker hinterfragt werden. Nachdem wir uns dann jetzt auch mal mit der Lage in Deutschland auseinandergesetzt haben, können wir jetzt hier zwar nicht sagen, alles ist tutti, aber zumindest scheint sich die Filmbranche hier der Verantwortung bewusster zu sein und offenbar sind hier auch die Regeln strenger. Trotzdem reicht eben ein mächtiges Arschloch und wir haben nach dem Skandaltatort wieder einen furchtbaren Fall. Was mich aber wirklich beunruhigt, ist die Menge an durchgeführten Kontrollen, die stattfindet, beziehungsweise die, die nicht durchgeführt werden. Und das ist jetzt meine persönliche Meinung. Vielleicht würde man, wenn man dann doch noch ein bisschen öfter und noch ein bisschen genauer hinschaut, noch ein paar Dinge mehr sehen, die man dann verhindern kann. Und hoffentlich ist es bei uns dann demnächst nicht auch so. Erst will es keiner gesehen haben und hinterher ist die Bestürzung dafür doppelt so groß. Und nein, Uli Umsicht, du Playmobil-Albtraum mit deinem irren Blick, bleib in der Verpackung. Hab vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr auch Nickelodeon-Serien gesehen und habt ihr auch bemerkt, dass da gewisse Dinge passiert sind, die irgendwie nicht sehr jugendfrei gewirkt haben, denn da gibt es noch so viel mehr Beispiele, auf die wir jetzt natürlich alle nicht eingegangen sind, weil es uns jetzt primär um die Perspektive auf Deutschland ging, aber es gab sehr viel. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst mir auch gerne euer Abo da, wenn ihr Bock habt. Teilt das Video mit Freund und Feind. Wir sehen uns bald schon wieder. Relativ bald. Haltet die Ohren steif. Bis dann, Tschüssikowski. So, ihr Lieben, das war's zu diesem Thema. Wenn ihr jetzt noch Lust auf noch mehr dunkle Ecken des Internets habt, Atlas hat eine weitere beleuchtet. Was das mit den Philippinen zu tun hat, seht ihr hier. Und solltet ihr noch nicht genug von mir haben, dann schaut doch mein Video über Temu. Das ist nämlich garantiert noch deutlich schlimmer, als ihr ahnt.